Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Das letzte Mal haben wir uns mit dem historischen Hintergrund dieses Romans beschäftigt und mit seiner Rezeption im Mittelalter und in der Neuzeit. Heute wollen wir uns mit diesem Roman als Exemplar einer Gattung beschäftigen, mit dem Roman an sich in der Spätantike. Der hellenistische Roman hat seine Blütezeit, beginnt schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert und reicht dann aber bis in die Spätantike, bis ca. 300 nach der Zeitenwende. Heliodors Roman ist der längste der überlieferten fünf hellenistischen Romane, die wir aus diesem Zeitraum haben. Aber da sind wir schon bei einem Problem, nämlich bei dem Begriff. Der Begriff Roman ist sehr viel später entstanden und für diese Zeit nicht belegt. Keiner in der Antike kennt diesen Begriff Roman. Der Roman ist als Begriff ein Lehnwort aus dem Französischen und bezeichnet eine längere schriftliche Erzählung in Versform oder in Prosaform. Als Begriff hat das Wort Roman das Wort Historie abgelöst, und zwar erst im 17. Jahrhundert. Bis dahin hat man alle Geschichten als Historien bezeichnet. Und später, ab dem 17. Jahrhundert, hat man unter Romanen und Historien dann tatsächlich auch nur Werke in Prosa verstanden. Ein Roman unterscheidet sich von anderen Geschichten dadurch, dass er fiktional ist. Historien, Geschichtsschreibung ist faktional, will über wahre Ereignisse und Handlungen und Personen berichten. Ein Roman erfindet Geschichten. Und nun hat die Literaturwissenschaft darauf hingewiesen, dass der Roman als Gattung sich aus verschiedenen anderen Gattungen speist, dass er eine Synthese aus mehreren Gattungen darstellt, und das ist deutlich spürbar in diesem Roman von Heliodor. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Der Roman Ethiopica war geschrieben, überliefert. Und nun kommt die große Frage auf: Wurde der Roman in der Spätantike gelesen oder wurde er nicht doch auch gehört? Wer war sein Rezipient? Wir wissen, dass in der Spätantike sehr viele Menschen lesen und schreiben konnten. Auch Sklaven konnten lesen und schreiben. Und das kam nicht zuletzt daher, dass weil das griechische Alphabet die Lese- und Schreibfähigkeit förderte. Das griechische Alphabet teilt ja den Lautstrom in Konsonanten und Vokale auf. Eine Erfindung, die circa 700 vor unserer Zeit gemacht worden war. Und diese Aufteilung in Vokale und Konsonanten erlaubt es sehr einfach, einen Lautstrom in Zeichen, schriftlichen Zeichen, wiederzugeben. Nun wissen wir, dass die Spätantike viel gelesen hat. In der Spätantike gab es viele Bibliotheken, öffentliche und private. Denken Sie nur an die große Bibliothek von Alexandria, die im ersten Jahrhundert dann auch in Brand aufgegangen ist. Aber die Antike hat gelesen und auch geschrieben. Wobei man nicht vergessen darf, dass noch zu Aristoteles Zeiten, also im vierten vorchristlichen Jahrhundert, ein Vielleser ein Schimpfwort war. Denn das wirklich wichtige, geheime Wissen wurde mündlich tradiert und nicht aufgeschrieben, weil es dann ja wirklich Greti und Pleti hätte lesen können.
Wir hören im Roman aber immer wieder Menschen, die sagen, sie wollen eine Geschichte erzählt bekommen. Sie möchten zuhören. Und das zum Beispiel, das sagt immer wieder der Knemann zu Kalasiris, als die beiden im Hause des griechischen Kaufmannes Nausiklis beisammensitzen und zusammen essen, sagt der Knemann, er möchte ganz schöne Geschichten von Kalasiris hören und sagt Folgendes. Wie du weißt, Väterchen, hat Dionysos Vergnügen an Geschichten und liebt die Komödien. Er ist jetzt in mich gefahren. Er wünscht die versprochene Belohnung und verlangt danach, deine Geschichte zu hören. Es ist also Zeit, dass du wie auf die Bühne trittst und mit der Vorstellung beginnst. Geschichten erzählt zu bekommen, auf der Bühne oder ohne die Bühne, das ist zeittypisch. Man hörte eben auch Erzählern zu, die etwas vorlasen. Und man darf nicht vergessen, dass Homers Ilias schon im 5. vorchristlichen Jahrhundert an 3 bis 4 Tagen vorgelesen oder frei auswendig vorgesprochen wurde. Wir haben es also viel mehr um Zuhörer statt um Leser zu tun. Und dem bin ich eigentlich nachgekommen, indem ich Ihnen diese Geschichte, diesen Roman vorgelesen habe. Etwas später zum Beispiel sagt Knemann zu Kalasiris, er möchte die Hymne auf Thetis und Peleus, die am Fest zu Delphi gesprochen würde, hören dürfen, da er nicht nur gerne Zuschauer, sondern auch Zuhörer des Festzuges von Delphi wäre. Und Kalasiris kommt ihm nach und sagt, gut, so höre, wenn es dir Freude macht. Kurze Zeit später kommt der Kaufmann Nausiklis dazu und nun erzählt Knemon dem Nausiklis noch einmal seine Geschichte in zusammengefasster Form. Diese Geschichte von ihm, seinem Vater, seiner Stiefmutter und der Sklavin Thisbe hat er schon ausführlich weiter vorne Chariklia und Theagenes erzählt. Aber jetzt wird sie noch einmal wiederholt, und zwar in gedrängter und knapper Form für Nausiklis. Und diese Zusammenfassung an dieser Stelle macht eigentlich nur Sinn, wenn diese Geschichte vorgelesen wurde und wenn der Rezipient sie nicht als Buch in der Hand hielt. Denn dann hätte er sehr leicht die Stelle nachschlagen können und einfach nochmal ausführlich lesen können, was Knemon schon an früherer Stelle berichtet hat. Aber wenn man zuhört und sich verliert in der erzählten Handlung, dann ist es ganz gut, wenn man einfach nochmal so etwas wie kleine Wiederholungen an die Hand bekommt, sozusagen. Noch ein weiteres Moment ist auffällig. In dem einen Zitat, das ich vorgelesen habe, ist das schon deutlich geworden. Knemon bittet Kalasiris, jener möge auf die Bühne treten und mit der Vorstellung beginnen. Und so erinnern sehr viele Schilderungen in diesem Roman an das antike Theater. Es gibt viele Anspielungen an das Drama und an das antike Theater. So sagt Knemon zum Beispiel wieder, er möchte das Fest in Delphi mit eigenen Augen erleben, während er Kalasiris zuhöre und beklagt sich, dass Kalasiris zu knapp erzähle und sagt, du öffnest den Bühnenvorhang, um ihn im gleichen Augenblick zu schließen. Es gibt viele, viele solche Anspielungen auf das antike Theater. Darauf werde ich später noch in der nächsten Sitzung ausführlich zurückkommen. Aber es gibt darüber hinaus auch noch Anspielungen auf das antike Epos, auf Homers Ilias zum Beispiel, aber auch auf die Odyssee. Und aus all dem haben Literaturwissenschaftler dann geschlossen, dass der Roman eine Synthese unterschiedlicher Gattungen sei. Der Roman habe eine
Tripartite Identity. So hatte Steven Nimes in einem Buch von 2004 genannt. Eine dreiteilige Identität, Epos, Drama, Theater und Geschichtenerzählungen seien in dem Roman verquickt worden. Der Roman habe ein multiples literarisches Muster, und zwar in einem einzigen Text verquickt. Was für Quellen finden wir für Heliodor? Da ist zum einen, wie gesagt, Homer, Ilias und Odyssee, dann die griechischen klassischen Tragödien der Schriftsteller, dann auch die wissenschaftliche Literatur der Zeit, Reisebeschreibungen, Geschichtsschreibungen, Berichte über ferne Länder und Sitten, Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der Zeit. Aber wir haben noch andere Gattungen, die auch in den Roman eingegangen sind. Lyrik, Hymnen, auf die ich nicht weiter eingehen will. Aber auch Mythen, mythische Erzählungen, die natürlich auch Grundlage der Epen sind. Und märchenhafte Motive. All das finden wir in den Romanen, in der Gattung Roman wieder und eben auch bei Heliodor in den Abenteuern der schönen Chariklia. Heliodor sagt es ganz deutlich. Er erwähnt Homer mehrmals. So sagt Kalasiris an einer Stelle: Doch als die frühgeborene, rosenfingerige Eos emporstieg, wie Homer sagen würde, so leitet Kalasiris eine Erzählung ein, in der es darum geht, wie Chariklia aus dem Tempel der Artemis aufbricht, um am Festumzug in Delphi teilzunehmen. Es gibt viele wörtliche Anspielungen, aber es wird auch an einer Stelle ausführlich auf Homers Abkunft, Herkunft aus Ägypten eingegangen, angebliche Herkunft aus Ägypten eingegangen. Kalasiris berichtet, dass Homer Ägypter sei, und er berichtet ausführlich über das Muttermal, das Homer am Oberschenkel gehabt habe. Auch das wird später in der vierten Sitzung bei uns eine Rolle spielen. Knemon kann nicht genug bekommen von Erzählungen des Kalasiris und sagt: Ich bin auch mit Homer nicht einverstanden, Väterchen, wenn er behauptet, man werde wie alle anderen Dinge auch der Liebe einmal überdrüssig. Und mit diesen Worten bittet er Kalasiris doch von Chariklia und Hyagenes weiter zu berichten. Aber abgesehen von diesen Anspielungen, wörtlichen Anspielungen auf Homer, erinnern einige Szenen an Szenen aus der Ilias und der Odyssee. Wenn Sie daran denken, als die ganze Geschichte sich nach Memphis verlagert, und sehen wir eine Szene vor den Toren, vor den Mauern der Stadt Memphis, und oben auf den Mauern sitzt Arsakel, die persische Gemahlin des Orondates, des persischen Satrapen, und schaut nieder, und unten liefern sich Thyamis und Petosiris, die beiden Brüder, einen Kampf. Das erinnert sehr an den Kampf, den Menelaos mit Paris in der Ilias vollführt, im dritten Gesang, und an die Verfolgung des Hektor durch Achill im 22. Gesang der Ilias, wo Achill Hektor dreimal um die Stadtmauern jagt, und das tut auch Thyamis mit Petosiris, er jagt ihn dreimal um die Stadtmauern. Und wenn da Arsake, die untreue oder zu Untreue neigende Gemahlin des Perser-Satrapen, auf die Kämpfer niederschaut, dann erinnert das schon auch an Helena, die eben auch auf den Mauern von Troja saß und auf die kämpfenden Griechen und Trojaner herunterschaute, beides untreue Frauen. Natürlich sind das nur Anspielungen an die Ilias, denn es ist sehr, sehr viel anders.
Sowohl Achill und Thyrmis sind vollkommen unterschiedliche Charaktere. Achill ist ein Berserker, ein Wüterich, außer sich vor Wut und mitleidslos. Thyrmis ist ein mitleidiger Charakter, er liebt seinen Bruder und hat von vornherein beschlossen, ihn nicht zu töten. Außerdem laufen um die Bauer von Memphis auch noch Theagenes und der als Bettler verkleidete Kalasiris mit herum. Also es gibt zahlreiche Unterschiede zu Ilias. Dennoch erinnert es eben doch sehr stark an dieses berühmte Epos. Und damit sind wir schon bei der Odyssee. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen, auf den als Bettler verkleideten Kalasiris. In der Odyssee ist es so, dass auch Odysseus zurückkehrt als Bettler verkleidet. Und genauso ist es mit Kalasiris. Kalasiris muss sich als Bettler verkleiden, um nach Memphis zurückzukehren, wie Odysseus erst nach 10-jähriger Irrfahrt über das Mittelmeer. Und ganz abgesehen davon erscheint dem Kalasiris ja im Traum auch der Odysseus. Mit einem scharfen und listigen Blick schaut er Kalasiris an. Er zieht ein Bein nach, als hinke er. Das tut übrigens der Kalasiris auch an einer Stelle im Roman. Und der Odysseus beklagt sich bei Kalasiris, dass der ihn nicht auf seiner Heimatinsel besucht habe. Er hätte wenigstens einen Höflichkeitsbesuch machen können. Und verheißt ihm, dass es noch sehr lange dauern wird, bis er seine Heimat erreichen wird, so wie er 10 Jahre hätte nach Hause reisen müssen. Und er richtet ihm schöne Grüße von Penelope aus, beziehungsweise Chariklia. Penelope lässt Chariklia sagen, dass alles gut werden werde, wenn sie weiter so keusch und treu zu ihrem Verlobten halten werde. So wird es dann ja auch geschehen, alles geht gut aus. Ganz abgesehen davon ist Odysseus und Kalasiris auch noch in ihren Charakterzügen sind sie sehr ähnlich. Beide sind sehr kluge Männer, sehr listige Männer und wenn es sein muss, können sie perfekt lügen. Soweit die Anspielungen von Odysseus und Kalasiris. Auf der anderen Seite haben wir noch eine weitere Anspielung an die Odyssee, nämlich über Theagenes. Theagenes hat eine Narbe am Knie, die von einem Wildschwein herrührt. Genauso eine Narbe hat Odysseus auch. Beide haben gejagt, ein Wildschwein hat sie verletzt am Knie. Und in beiden Fällen wird diese Narbe als Erkennungszeichen eingesetzt. Odysseus wird von seiner alten Amme an dieser Narbe wiedererkannt, als sie ihm die Füße und die Beine wäscht. Und Theagenes zeigt diese Narbe seiner geliebten Chariklia und sagt, falls sie sich verlieren soll, an diesem Erkennungszeichen möge sie ihn erkennen, wenn das das Einzige gewesen ist. Ja, da muss man sich dann schon auch ein wenig wundern. Also es ist eine klare Anspielung an die Odyssee. Die Epen Homers haben aus Mythen geschöpft. Auch Heliodor tut das. Ein wichtiger Mythenbereich im Griechischen sind die Bruderzwiste. Berühmter Bruderzwist zwischen Polyneikes und Theokles, den Söhnen von Ödipus und Jokaste. Die beiden streiten sich um die Herrschaft von Theben, so wie das Thyamis und Pethosiris tun, nur töten sie sich gegenseitig. Aber wir befinden uns jetzt im dritten nachchristlichen Jahrhundert, da ist die Moral schon groß geschrieben und so darf Thyamis seinen Bruder nicht töten, sondern die Bruderliebe überwiegt. Thyamis ist eben kein Achill, sondern schon ein sehr moralisch denkender Mann. Neben diesen mythischen Momenten haben wir Magic Moments, magische, märchenhafte Momente. Denken Sie nur an die Schatzhöhle der Räuber.
und das unterirdische Verlies, in das Chariklia gebracht wird. Oder an den Schatz der Persinna, den sie für ihre Tochter aufgehoben hat, und an Sisymmetris und dieser an Chariklis weitergibt. Denken Sie an den Zauberring mit dem Amethysten, den Nausiklis erhält und der jeden, der ihn trägt, nicht trunken macht. Und denken Sie an den Pantarbestein, der den Träger vor Feuer verschont. Denken Sie an die Pfeile aus Drachenknochen, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Und denken Sie an den Kamelpanther, der halb Kamel und halb Panther ist. Sehr oft driftet die Erzählung Heliodors dann auch ins Fantastische ab und kommt dann aber wieder sehr schnell zum Realismus zurück. Und das ist eben auch die dritte Quelle dieser Gattung, die Historie. Die Geschichtsschreibung, die Berichte über fremde Völker und die wissenschaftlichen Berichte, die man amüsiert liest. Ich habe in einem Zwischenbilanz auf den bösen Blick hingewiesen. Eine sehr amüsante Geschichte, wie zum Beispiel Epidemien entstehen, aber auch Epidemien wie die Liebe zwischen Chariklia und Diogenes. Wissenschaftliche Beschreibungen. Heliodor beschreibt ausführlich die Bewohner des Sumpflandes am Nil. Er beschreibt Feste wie das Nilfest, wie das Fest zu Delphi. Er beschreibt die Völker der Perser, der Äthiopier und viele andere. Ihr Aussehen, ihre auffälligen Merkmale. Er beschreibt Schlachten. Die Belagerung von Syene ist ausführlich geschildert. Und man erfährt sehr viel über Rüstungen und Taktiken, Strategien der Heere. Alle diese Formen, diese literarischen Formen hat Heliodor beherrscht, von den Hymnen ganz zu schweigen. Und da kommen wir nun auf ihn als Autor zu reden und vor allem auf einen Moment, wie er sich selbst konzipiert als Erzähler der Geschichte. Wie gestaltet er die Erzählerfigur in diesen Abenteuern der schönen Chariklia? Wie gesagt, über ihn selbst erfährt man nur etwas aus den Schlusszeilen. Ansonsten haben wir es mit einer allwissenden Erzählerfigur zu tun, die aber sich sehr, sehr zurückhält und ganz selten sich outet, ganz wenig schildert dieser Erzähler etwas über das Innenleben der Figuren. Davon werde ich das nächste Mal ausführlich sprechen. Meistens wechselt der Erzähler die Perspektive, wenn die Figur, von der er erzählen will, jetzt wechselt. Wenn man zum Beispiel weggeht von Chariklia und Theagenes zu Knemon über, dann folgt der Erzähler dieser Person und schildert die Handlungen ganz aus ihrer Perspektive. Aber so geht es auch Kybele, Arsaka und allen Kalasiris, allen anderen Figuren in diesem Roman auch. Er selbst kommt eben, wie gesagt, zu Wort, wenn es um Wissenschaftliches geht und um einige wenige sentenzhafte Einfügungen. Ich lese Ihnen drei vor. So sehr lassen tiefe Leidenschaft und reine Liebe alles vergessen, was nichts mit ihnen zu tun hat. Schmerz oder Freude haben Augen und Gedanken nur für den Geliebten. Das ist so eine Bemerkung, wo der Erzähler sich mit seinen Gedanken äußert. Oder eine andere. Doch es ist so, eine vornehme Erscheinung und der Anblick der Schönheit vermögen sogar das Herz eines Räubers zu bezwingen und triumphieren über die rohe Gewalt. Und eine dritte. Da geht es um die Barbaren. So sind die Barbaren. Sie bringen alle geliebten Personen um, wenn die Lage es erfordert und aussichtslos erscheint. Und jetzt, Zitat, sei es in der Vorstellung, sich mit ihnen nach dem Tode wieder zu vereinigen,
sei es in der Absicht, sie nicht der Willkür und dem Übermut ihrer Feinde zu überlassen. Das sind die wenigen Momente, in denen der Erzähler selbst zu Wort kommt. Schauen wir uns jetzt noch ein wenig den Handlungsablauf an, den Plot dieser Erzählung. Die Erzählung beginnt in medias res. Mitten hinein, mittendrin beginnt die Erzählung und folgt damit einem erklärten Ziel spannender Erzählungen. Wie es Horaz im ersten Jahrhundert dann lateinisch formuliert hat in seiner Ars Poetica, er hat den Ausdruck in medias res geprägt und hat dafür Homer genannt mit seiner Ilias, der eben nicht ab ovo von Anfang an mit dem Ei beginne, sondern mittendrin und die Handlungen durch Rückblenden und Vorausschauen, zum Beispiel in Form von Prophezeiungen, ergänze. Denn die Ilias beginnt ja im 10. Jahr der Belagerung Trojas mit dem Zorn des Achill auf Agamemnon wegen der Entwendung seiner Lieblingssklavin Briseis. Auch die Odyssee beginnt mittendrin und soll auch mittendrin beginnen. So sagt es der Autor gleich im ersten Gesang. Da ruft er die Muse an und sagt, sie solle von ihm erzählen und sagt dann im 10. Vers wörtlich, davon Göttin, fang irgendwo an und erzähle auch uns. Setz irgendwo an, also auch mittendrin, und erzähle dann sozusagen in Rückblenden, in Episoden, die für die Handlung wichtig sind. Und gerade in der Odyssee ist das ja sehr ausführlich und sehr gut zu beobachten. Odysseus, der bei den Phäaken dann ausführlich über seine Irrfahrten und Abenteuer berichtet. Im 4. vorchristlichen Jahrhundert setzt es Aristoteles dann auch als Regel. Er stellt die Regel auf, man solle, wenn man spannend erzählen wolle, mittendrin beginnen. Darum, wie wir schon gesagt haben, erscheint Homer auch göttlich im Vergleich zu den anderen, weil er nicht einmal den ganzen Krieg, der doch einen Anfang und ein Ende hatte, hat dichten wollen. Denn entweder wäre so der Mythos allzu umfangreich und unübersichtlich geworden, oder wenn er an Länge hin ein Maß innegehalten hätte, so wäre er an vielfacher Buntheit zu kompliziert gewesen. So hat er einen einzigen Teil genommen und bringt vom Übrigen vieles als Episoden an. Das wird beispielhaft und daran halten sich dann auch die antiken Epen, aber darüber hinaus kennen viele Epen weltweit diesen Einstieg in medias res. Ich denke dabei an das indische Mahabharata im ersten Jahrtausend vor unserer Zeit, Virgils Aeneid, Tausend und eine Nacht, aber auch noch das Nibelungenlied und Dantes Divina Commedia beginnen sozusagen mittendrin. Das hat Literaturwissenschaftler zu der Überlegung geführt, dass das vielleicht damit zusammenhänge, dass mündliches Erzählen sehr gut mittendrin beginnt und dann sozusagen durch Rückblenden immer wieder einschiebe und das Erzählen spannend gestalte. Aber ganz sicher, unsere modernen Erzähler im 20. und 21. Jahrhundert halten sich eigentlich dran. Man beginnt heute eine spannend erzählte Geschichte ganz in der Mitte. Bei einer spannenden Geschichte, sodass jeder hängen bleibt und wissen will, worum es geht und was die Vorgeschichte ist und wie es dazu gekommen ist, dass jetzt genau die Geschichte auf diesem Höhepunkt angelangt ist. Abgesehen davon kannte natürlich auch die antike Erzählungen, die von Anfang an beginnen. Da zum Beispiel Hesiods Theogonie um 700 vor unserer Zeit, wo es um Schöpfungsgeschichten geht, um die ganzen Götter. Und unsere ganzen mittelalterlichen Universalgeschichten beginnen eigentlich ab ovo,
mit der Schöpfung der Welt durch Gott. Und da muss man halt ganz von vorne beginnen. Dieses ganz von vorne Erzählen hat auch sehr amüsante Weise Lawrence Stern im 18. Jahrhundert aufs Korn genommen. In seinem Roman Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman, ein Buch, das 9 Bände umschließt und mit der Geburt des Helden beginnt, Tristram Shandy, und dann aber so viel vorneweg zu erzählen hat vor dieser Geburt, dass die eigentliche Geburt erst am Ende des 3. Romans beschrieben wird. Also, Heliodor beginnt mittendrin an einer Szene im Nil. Chariklia, die sich über den Todwunden Theagenes beugt. Und dann wird die Geschichte in Rückblenden erzählt. Sehr auffällig ist, bis zur Mitte des Romans werden Geschichten in Geschichten verschachtelt erzählt. Wenn Sie sich erinnern, es gibt diese Szene, wo Kalasiris und Knemon im Hause des Nausikles zusammentreffen. Und nun essen sie zusammen und Knemon bittet Kalasiris, spannende Geschichten zu erzählen. Und er bittet ihn, diese Geschichten richtig zu erzählen. Zum Beispiel sagt er, mit der Episode, die du eben jetzt einschobst und die doch gar nicht zur eigentlichen Geschichte gehört, hast du mich fast an den Schluss der Erzählung gebracht. Und er bittet ihn doch, am Anfang anzufangen. Und dann beginnt Kalasiris tatsächlich mit einer Rückblende, die ihn zurück in seine Heimatstadt Memphis führt und erzählt dann davon, wie er bis nach Delphi gekommen ist und Chariklis kennengelernt hat, den Pflegevater von Chariklia. Und dann wird in diese Erzählung die Erzählung des Chariklis eingefügt, der nun in eine Rückblende erzählt, wie er Chariklia bekommen hat von einem Mann, den er in Ägypten getroffen hat. Einem Mann, das wird sich später herausstellen, ist Sisymmetris. Von ihm habe er das Mädchen anvertraut bekommen. Und dann wird sogar in diese Erzählung von Chariklis nochmal die Geschichte von Sisymmetris eingeschoben, sodass wir eine sehr komplizierte Verschachtelung von Geschichten ineinander bekommen. Nur ganz kurze Dialoge zwischen Kalasiris und Knemon bringen den Leser immer wieder ganz kurz aus der Vergangenheit in die Gegenwart und sagen, wir befinden uns eigentlich, vergiss nicht, im Hause des Nausiklis. Diese Verschachtelung der Geschichten erinnert sehr an den Zauberring des Amethysten. An dieser Amethyst, der so fein geschliffen ist, dass man eine ganze Hirtenszene drauf abgebildet sieht, ganz realistisch. Und in diesen realistisch geschnitzten Stein ist dann noch ein Stein eingelegt. Also wie die Erzählungen, ein Stein in Stein, so erzählt die Geschichte eine Episode in einer anderen. Der Erzähler kommt vom 100. zum 1000. und verquickt viele Handlungslinien miteinander. Viele Schicksale werden in diesem Roman verquickt. Das Schicksal von Theagenes und Chariklia, das Schicksal von Kalasiris und seinen Söhnen Thyamis und Petosiris, das Schicksal von Knemon, Aristipp, Demenete und Thisbe, das Schicksal von Arsace, Orondates, Kybele, Achämenes und das Schicksal von Persinna und Hydaspes. Auf all diese Personen werde ich das nächste Mal zu sprechen kommen. Wie werden sie in dem Roman beschrieben? Und was können wir aus der Art und Weise, wie sie charakterisiert werden, auf die Vorstellung vom Menschen in der Spätantike schließen. Heute jedoch stand nur die Gattung Roman im Mittelpunkt unserer Beobachtungen und das Moment, dass sie sich aus vielen anderen Gattungen speist.